Hallo Leute! Ich würde sagen, kommt mal erstmal rein. Buddy ist auch am Start. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und einer der ersten Vorschläge war eine Roomtour und ja, beziehungsweise eine Haustour. Da waren wir aber noch frisch beim Renovieren. Und jetzt dachte ich, ist der perfekte Zeitpunkt, euch zu zeigen, wo wir hier leben. Deswegen, let's go! Ja, hier sind wir in unserem ersten Flur, beziehungsweise ist es ein Anbau. Und ja, ich würde euch erstmal kurz zeigen, was wir hier Schönes haben. Der ganze Raum besteht aus Ikea-Möbeln. Hier haben wir so eine wunderschöne Ikea-Möbel, da haben wir aber die schwarzen Dinger ausgetauscht. Und ja, einfach mit goldenen Akzenten beschmückt oder dekoriert mit einem goldenen Spiegel. Und Leute, ich liebe ihn. Dann für alle Gäste von euch da draußen haben wir hier auch extra solche Gästehaken, dass wir einfach immer Platz haben für Gästejacken, weil man kennt oft den Struggle mit den ganzen Jacken. Und hier haben wir eine wunderschöne und elegante Couch. Ich liebe die. Buddy, pfui. Au weia. Die haben wir zu Weihnachten bekommen und oben drüber könnt ihr auch wieder passenden goldenen Bilderrahmen sehen. Finde ich einfach mega elegant. Und hier haben wir von Ikea einen Packschrank und zusammengestellt. Das war tatsächlich damals ein Ausstellungsstück oder war halt so als Vorschau. Dann haben wir hier aber noch eine Spiegeltür reingemacht. Hier sind auch wieder noch mehr Platz für Schuhe. Der ist tatsächlich nicht mal annähernd voll. Also und hier ist auch wieder Platz für unsere Jacken. Zeige ich euch aber auch gleich noch was genauer. Und ja, und die Ecke ist irgendwie nicht so perfekt. Hier ist tatsächlich ein bisschen unsere Palme eingegangen, weil Buddy da in der Anfangszeit immer so dran rumgekauert hat. Danke, Buddy. Und hier haben wir auch noch so ein süßes, ist tatsächlich nicht in Gold, aber eigentlich war es auch fürs Gästezimmer gedacht. Aber irgendwie fand ich das so süßer geht so unter. Ja, weiß ich noch nicht, ob die Ecke so bleibt. Aber man kann ja alles nach und nach machen. Und das war der erste Raum. Oh, ihr seid ja schon im zweiten Flur. Ja, das ist unser zweiter richtiger Flur. Jetzt sind wir praktisch erstmal im Haus drin. Und den Raum kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon das Video mal von vor längerer Zeit gesehen habt. Ansonsten klickt gerne rein. Da habe ich euch gezeigt, wie der Prozess hier war. Weil es hat echt lange gedauert, obwohl es so ein Mini-Raum ist. Ja, was soll ich sagen? Hier haben wir einmal so eine... Hier mache ich mal schnell kurz was ab. So eine kleine süße Tafel. Eigentlich wollen wir hier unsere Magneten sammeln. Das hatte ich auch in dem anderen Video mal gesagt, wenn wir so im Urlaub sind. Aber momentan ist ja gerade nicht möglich. Ansonsten nutzen das hier gerade eher unsere Freunde. Und ja, dann haben wir hier so ein goldenes Geländer. Wenn man genauer hinguckt, ist das nicht perfekt geworden. Aber ja, ich mag es einfach trotzdem total gerne. Es hat einfach auch übel so einen edlen Vibe, wenn man das so sagen kann. Und ja, wenn man einfach so viele Jacken hat und Winterjacken so viel Platz wegnehmen und das einfach so eine Ecke ist, die man sonst nicht nutzt, haben wir hier wie so eine Kleiderstange hingestellt, die aber ein bisschen mehr verpackt ist. Hier haben wir noch zwei Tüten. Natürlich kommt jetzt genau hier im Video was raus. Und hier habe ich meine zwei schönen Taschen bekommen. Die habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Und zwar in meinem Geburtstagshaul-Video habe ich mich von meinem Freund bekommen. Die habe ich hier hingestellt, weil ich das einfach finde, das passt. Auf jeden Fall Gold. Und ja, hier wollte ich, hätte man auch noch einen Schuhschrank oder so hinstellen können, aber ich denke, wir haben genügend Verstauraum. Deswegen habe ich hier einfach, haben wir uns für so eine, wie nennt man das, einen Beistelltisch, glaube ich, oder so eine Konsole. Und hier haben wir es von Freunden zum Geburtstag noch geschenkt bekommen, beziehungsweise ich. Hier, irgendwie liebe ich das. Ich habe noch nicht das Perfekte, was man da reinmachen kann, aber so finde ich es auch schön. Und wieder mit einem goldenen Spiegel. Ja. Und, ich weiß nicht, ob man es immer auf Video erkennt, aber die Farbe, die glitzert so ein bisschen, hat mir so ein bisschen Glitzerfarbe reingemacht. Ja, eigentlich gibt es hier nicht weiter zu sagen. Es ist ein sehr dunkler Raum. Also, aber ich finde, wir laufen hier nur durch. Wir müssen uns hier nicht anziehen. Von daher, ein dunkler Raum darf auch mal existieren. Das war unser zweiter Flur. Von da sind wir gekommen und hier ist eine Tür, die will ich euch nicht unbedingt zeigen. Es ist einfach nur ein Heizungsraum mit Waschmaschine und so ein Zeugs. Und hier ist unser kleines Gästebad. Übrigens nicht wundern, dass das hier kaputt ist. Wir müssen hier neue bestellen, falls euch das auffällt und ich hier irgendwie gleich... Huch, habe ich es ausgemacht. Ja, einfach ein kleines Gästebad. Hier haben wir nichts erneuert, außer den Klodeckel. Haben wir neu gekauft, neue Klobürste und... Ein Eimer, damit es alles farblich passend ist. Ansonsten, hier sitzen unsere Gäste denn.
Und ja, eigentlich muss ich nichts weiter dazu sagen. Die Dusche ist ja eigentlich nur so, da war schon mal Buddy manchmal drin. Ansonsten würde ich hier auch nichts weiter zu sagen wollen. Hier stehen wir in unserem Wohnzimmer. Das haben wir als allererstes renoviert. Und das gefällt mir auch nach wie vor immer super gut. Nee. Mein Freund hinter der Kamera hat schon wieder eine Macke. Ja, hier, ich weiß mal gar nicht, was du zu den Räumen sagen soll. Das haben wir bei Otto, glaube ich, bestellt. Die Couch haben wir von Porter geholt. Ist auch richtig groß. Wir können die noch ausziehen, die Couch. Also richtig, richtig schön. Dann hier haben wir ja, unsere Anbauwand mit alles so in so Steinoptik und die Tapete, das sind ja so Art Riemchen. Es gibt ja Riemchen, das sind ja richtige Steine, die man da ran macht. Wir haben uns gedacht, für den Anfang können wir da erstmal Tapete nehmen. Und ja, das haben wir hier auch alles nach und nach dekoriert. Am Anfang sah das hier echt noch leer aus. Hier ist Buddys Bettchen. Buddy, Buddy, komm mal her, zeig mal dein Bettchen. Zeig mal dein Bettchen. Das ist ein Vorführeffekt, Leute. Was soll ich denn jetzt machen? Und wenn wir uns umdrehen, weiß ich nicht, ob ihr das gerade schon mal gesehen habt, haben wir hier noch eine Bilderwand. Da hatte ich auch überlegt, mache ich da ein Regal hin, machen wir da eine Bilderwand hin. Finde ich aber eine Bilderwand viel schöner, weil ich mag einfach Häuser, die auch so, naja, so, es gibt ja so perfekte weiße Häuser, wo kein Bild hängt, was einfach aussieht wie ein Hotel. Es war wunderschön, aber ich mag es einfach auch gemütlich. Dann haben wir hier noch so eine kleine Vase. Eigentlich hätte ich hier noch gerne eine richtig große Palme, aber das ist ja auch mal teuer. Kommt alles nach und nach, also ja. Und was ich noch sagen muss, meine Mutter wird nämlich sich jetzt wieder freuen, wenn sie unsere Gardinen sieht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so gegen das Licht. Hier fehlt irgendwie eine Gardine. Wir waren einkaufen und wollten Gardinen kaufen. Habt ihr in eurem Leben schon mal Gardinen gekauft? Also ich nicht. Und es ist einfach so schwierig, wir wussten überhaupt nicht, was für Gardinen. Und irgendwie sieht das hier so leer aus. Aber ja, kommt alles nach und nach. Aber so sind wir richtig zufrieden. Und das Wohnzimmer haben wir mit ganz vielen Freunden da draußen zusammen gemacht. Weil es war das erste Mal, dass wir so richtig tapeziert, gemalert haben in so einem großen Raum. Da gehen nochmal ganz viele Küsschen raus an euch, die geholfen haben. Ich habe gehört, ihr seid heute zu Gast hier. Deswegen kommt rein ins Gästezimmer. Das haben wir vor kurzer Zeit erst gemacht. Das sind auch alles IKEA-Möbel, die haben wir aber tatsächlich billiger bei eBay ergattern können. Und das kann ich euch wirklich empfehlen. Wir haben das Bett einfach mit zwei Matratzen für 100 Euro bekommen. Und es sieht noch aus wie neu und hat genau den gleichen, also ist genauso gut wie jetzt frisch gekauft. Und die Bretter haben wir auch von einer Freundin bekommen und alles halt so passend. Und ich liebe das hier irgendwie, weil so sieht es aus wie eine Couch und sieht edel aus. Wenn hier aber zwei Leute schlafen, dann haben sie ein gemütliches Bett und nicht einfach so eine Couch. Jetzt eh mal bequemer so und es ist irgendwie so ein richtig schöner Rückzugsort, auch zum Uni machen. Und auf der anderen Seite haben wir passend, das ist ja ein IKEA Hemmnes Tagesbett, haben wir die IKEA Hemmnes Kommode. Hier fehlt noch was drauf, also entweder wir wollen hier einfach so eine Bilderwand machen oder irgendwann, mein Freund schüttelt mit dem Kopf, oder wir machen hier irgendwann einen Fernseher hin, aber das hat auch noch Zeit. Ja, also keine Ahnung. Papa, kauf dir mal einen Fernseher. Dann kommt der Alte hier hin. Ja, so ist unser Plan, um ehrlich zu sein. Liebe ich, klein, aber fein. Und im Hintergrund so der... Der Hund ist wichtiger als ich. Und im Hintergrund so noch ein Kühlschrank, aber der ist unwichtig. Und auf der anderen Fensterfront haben wir noch so einen Kamin. Sprachfindungsstörung habe ich manchmal. Den haben wir so nicht so oft benutzt, so 3-4 Mal im Winter oder so. Aber ja, hier ist einfach auch so ja schon warm drin. Aber ich finde, es hat so einen richtig gemütlichen Flair. Aber der war natürlich schon vorher drin. Und dann würde ich sagen, kommen wir von dem Zimmer aus direkt zur Küche. Hier haben wir nichts renoviert. Die Küche war genau so und wir lieben die alle immer, also lieben die auch alle immer noch so. Es wäre dumm, die zu machen. Das ist so auch von IKEA eine Küche. Ich weiß aber nicht, ob es noch gibt, weil die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, oder? So 3 Jahre oder so. So eine Landhausküche, also eine Küche im Landhausstil. Ja, mit, Leute, kennt ihr sowas? Das ist einfach so ein Mini-Ofen, aber auch eine Mikrowelle gleichzeitig. Total praktisch, da muss man immer nicht einen großen Ofen anwerfen. Ja, dann haben wir hier unsere Kaffeemaschine, richtig günstig ergattern können. Ein Fake-Thermomix, aber der bringt es auf. Und dann
Ich hatte euch im Video in einem Vlog erzählt, dass ich, beep, dass ich meinem Freund sogar was schenke, wo man einen Händeabdruck machen kann. Und den wollen wir auch noch Gold ansprayen und vielleicht in den Flur stellen. Richtig süß geworden. Manch einer würde es auch als kitschig jetzt empfinden. Und dann gehen wir hier rüber. Hier haben wir noch eine Kaffeemaschine, die haben wir aber von meinen Großeltern bekommen. Das ist so eine Espresso-Maschine. Hier noch so ein Regal. Das Regal ist neu. Das Regal ist neu. Hier haben wir so Gewürze hingestellt und halt so Mehl und so. Und das Regal ist neu, habe ich gehabt. Hier. Und da haben wir auch so Schnittlauch, Chiasamen, auch richtig süß, finde ich. Und dann, Leute, habe ich jetzt gerade ganz vergessen noch zu sagen, fällt euch hier irgendwas auf? Nee, wa? Weil eigentlich sind das zwei einzelne Regale. Also so, das da oben müsst ihr euch praktisch wegdenken. Eigentlich ist es so richtig, aber wir hatten halt zwei davon geschenkt bekommen. Von seinen Eltern zu Weihnachten. Und dann haben wir das einfach so da drüber gestellt und jetzt sieht es aus wie eins. Richtig cool, oder? War voll der Lifehack. Und dann hier noch auf der anderen Seite, hier haben wir so eine schöne Vitrine. Hier stehen so Gläser und Tassen drin. Kann man auch das Licht so dreifach einstellen. Eins, zwei, drei. Und dann hier unser Sessel. Ist auch noch von seinen Eltern. Der ist zum Glück hier geblieben, weil der keinen Platz mehr gefunden hat da drüben. Und der ist richtig bequem. Aber jetzt chillt Buddy die meiste Zeit. Außer jetzt chillt er auf dem Boden. War mein Schnuffi. Guckt mal, wie groß der geworden ist und wie artig. Unser kleines Baby. So, und unser Esstisch ist auch passend zu den ganzen Holzdingern. Also alles gleich. Mein Freund will hier immer Fernsehen gucken zum Abendbrot. Ich möchte mich lieber mit ihm unterhalten. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr besser finden würdet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Etage. Und aus dem dunklen Flur kommt man hoch in die oberste Etage. Das haben wir ja auch neu renoviert. Das war vorher orange, haben wir weiß gemalert, mit so Leinwänden dekoriert, weil weiß ja doch schon immer sehr trocken und langweilig aussieht. Ich bin immer so aus der Puste, wenn ich irgendwie ein Video drehe und rede. Auch hier haben wir noch eine große Leinwand hin. Und aus dem Flurbereich kommt man hier in ein offenes Zimmer ohne Tür. Und das habe ich hier mal so etwas dekoriert, finde ich einfach so gemütlich. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu allem sagen. Haben wir hier noch so eine Uhr rangeklebt. Da ist aber tatsächlich noch keine Batterie rein drin, meine ich. Ja, hier mache ich dann Uni, schneide dann meine Videos und mache hier Papierkram. Ja, ich nutze die Schreibtischecke so, wie man eine Schreibtischecke eigentlich nutzen sollte. Mein Freund hat auch eine Schreibtisch, er nutzt die aber ein bisschen anders. Und zwar als Zocker-Dingensens. Und irgendwie, man kann diesen Schreibtisch nicht aufräumen, weil hier, das sieht alles so unordentlich aus. Wegen seinem ganzen Zockerzeug. Okay, da liegt tatsächlich so eine Hausschuh, aber ja. Haben wir hier noch eine Kommode mit zwei Bildchen auch noch. Ja, einfach ein ganz normales Büro, würde ich sagen. Und ja, von dem Büro und der Treppe gegenüber, pipapo, alles so, ist die erste Tür des Bad. Und Mädels, ihr werdet da draußen, werdet es lieben. Da haben wir nichts renoviert, das war auch schon vorher so von den Eltern noch. Und wir haben es geliebt und die Toilette ist auf. Aber wir wollen ja mehr Real Life auf YouTube und Instagram, deswegen schneide ich das jetzt nicht raus. Eine rosane Badewanne, Leute. So, so schön und gemütlich. Und auch eine rosane Toilette. Ja, mit so schwarzen Fliesen. Und, was ich euch auch zeigen will, jetzt ist der Spiegel hoffentlich sauber. Tada! Also kann man sich auch groß an. Und zwar also eine große begehbare Dusche, also jede Dusche ist begehbar, aber ihr wisst bestimmt, wie ich meine. Auch sehr cool und praktisch und mal was anderes, nicht so wie aus jedem Bad. Ja, wo die Möbel hier von her sind, da habe ich leider gar keinen Plan. Hier chillt Buddy auch oft, weil hier auch doll Fußbodenheizung ist und das liebt unser Kleiner. Was könnte jetzt noch fehlen? Unser Schlafzimmer. Wenn ihr es jetzt riechen würdet, würde euch ein Duft hier entgegenkommen. Und zwar
Unser Schlafzimmer sieht unordentlich aus, weil überall Lavendelsäckchen sind. Mein Freund benutzt es nämlich oder will es hier drin haben, damit es nach Lavendel riecht. Und Lavendel fördert das, dass man halt besser einschlafen kann und sich entspannt. Ja, hier ist unser Bett. Das ist ein Boxspringbett, glaube ich. Ne? Hier, ich kann euch mal schnell zeigen. Hier so. Und dann haben wir da drüber noch einen Topper. Und ja, da hier ist gar nicht so viel drin. Hier ist noch Buddys Bett. Das kann man noch zeigen. Und hier ganz oben ist ein Dachboden. Das würde ich euch gerne zeigen. Das hat jetzt aber kein Licht. Wenn wir das irgendwann mal neu machen oder schick machen oder eine Lampe drin hängt, dann werde ich euch das bestimmt mal irgendwie in einem Vlog oder so zeigen. Weil mein Freund sich seine Chill-Area machen und da dann zocken können und so. Und zwar, da steht auch ein Bett und alles. Da war auch früher sein Zimmer, wo er früher jetzt schon drin gewohnt hat. Das ist eigentlich richtig gemütlich. Und ja, auf der anderen Seite vom Bett steht hier so eine Schrankwand. Und mein Freund hat jetzt auch seine Uhren eingedingst in seinen Schmuckkasten, was ich ihm geschenkt habe. Ja, ansonsten ist hier gar nichts weiter drin. Irgendwie, da sieht es noch so kahl aus in der Ecke, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber kein Plan, was man da irgendwie hinmachen kann. Für Inspiration bin ich sehr gerne offen. Ja, das haben wir auch nicht renoviert, das Zimmer. Das war schon so, aber ist ja auch schick, modern, mit Grau und so, geht immer. Das werden wir auch so lassen. Gegenüber im Zimmer, eigentlich würde ich euch das gar nicht zeigen wollen, weil das ja unspektakulär ist. Das haben wir noch so übernommen von den Eltern, haben hier gar nichts drin gemacht. Ja, hier ist einfach unser Kleiderschrank, riesengroß. Und noch ein Bett, auch von den Eltern stand das einfach hier vorne noch drin. Das ist jetzt einfach so ein Gästezimmer mit Schrank drin, unseren Schrank. Ja, okay, wir haben unten Gästezimmer, eigentlich schlafen hier unten immer. Und hier ist auch noch einfach eine Kommode. Nicht wundern, die ist jetzt nicht aufgelassen. Die geht irgendwie immer auf. Wie ihr sehen könnt. Deswegen einige Türen schließen ja nicht richtig. Ja, das werden wir irgendwann mal renovieren. Was daraus wird, das bleibt die Frage. Ne? das können wir euch dann irgendwann mal zeigen. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Sondern es bleibt so. Deswegen kann ich hier jetzt gar nichts weiter zu sagen. So Leute, jetzt sind wir wieder an meinem altbekannten Video-Hintergrund. Ich habe lange kein Video mehr hier vorgedreht. Wird mal wieder Zeit. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Haustour gefallen hat. Wenn ihr irgendeine Frage habt zu irgendwie, wie wir das gemacht haben oder wo wir das her haben, dann könnt ihr mich immer gerne fragen. Ich hoffe, das Video kommt gut an und ach Buddy, du brauchst immer die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne freue ich mich auch immer über Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Sonntag hier um 18 Uhr wieder auf meinem Kanal und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!